So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir die Nebenaufgaben soweit erledigt in der Stadt der Uhrwerke und müssen jetzt nochmal nach Tamriel reisen, um die zwei letzten Nebenaufgaben zu beenden. Wir haben zum einen den Hund in Horberg. Ne, der Hund ist Magier, so rum. Und dann haben wir noch irgendwas mit dem Morkul, glaube ich. Dann müssen wir einen Abkömmling der Morkul finden. Und, was kurz gucken, wie wir jetzt hier den Weg schreien. Ich glaube, da müssen wir. Oh, Ruhe. Nochmal. Nach Farmfeste. Reiten. Zumindest durch die Tore. Weil ich glaube, das war ja in der Feste drin. Und ja, es ist schon ein bisschen ungewohnt, jetzt wieder mal die richtige Sonne zu sehen, beziehungsweise auch mal den strahlenblauen Himmel. Weil wir hatten ja sonst nur diese ganzen Zahnräder, die sich ja fleißig ineinander drehen. Und da haben wir ja schon. Ja, wir hören euch irgendwann zu, wenn wir dann einen Gefährten haben, weil, ja, die Aufgaben sind dann doch ein kleines bisschen zu heavy. Und wohin müssen wir denn eigentlich? Moment. Ach, Horberg. Horberg war ja. Oh, warte, Horberg. Nicht hier. War nicht. Ah, nee, so. Ja. So. Müssen wir in die Richtung und dann müssen wir morgen waren ja Orks, beziehungsweise ein Ork-Clan. Kann dazu sein, dass wir vielleicht nach Orsinium. Na, Orsinium macht eigentlich gar keinen Sinn. Wo hatten wir denn die Orks? Wir hatten eigentlich nur ein Ork-Gebiet in Orsinium. Ja, das werden wir dann irgendwann später oder in wenigen Sekunden herausfinden. Ah, Rillenell. Falls ihr nach einem Almosen sucht, dann sucht bitte weiter. Ich habe es schon schwer genug, diesen räudigen Köter zu füttern. Ey, also ich sag mal so, wenn man jetzt keinen Hund oder prinzipiell keine Tiere unterhalten kann und man da nicht genügend Futter oder Wasser zur Verfügung stellen kann, dann würde ich mir dreimal überlegen, ob ich mir wirklich einen Hund hole, wenn ich nicht für den sorgen kann. Seid ihr Prelineel? Ich bringe Kunde von eurem Vetter. Lasst mich raten. Urinol hat euch hergeschickt, um mir auszurichten, dass er noch ein paar Wochen länger auf seinem Abenteuer unterwegs sein wird, ja? Nun, dann geht schnurstracks zu ihm zurück und sagt ihm Folgendes. Hunde sind teuer. Er wird mir alles zurückzahlen, was ich dafür ausgegeben habe, diesen saublöden Köter zu füttern. Das ist dann nicht ihr Hund. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Es tut mir leid, genau, euch schlecht neu, ich könnte mir bringen zu müssen. Aber Urinol ist tot. Er ist, was? Er ist tot? Ja, tot. Wie in Ifris Namen ist das geschehen? Ich soll sein Tagebuch lesen, ich habe es mitgebracht. Urinol ist tot. Ich kann es kaum glauben. Mein Vetter sehnte sich schon immer nach Abenteuern. Aber er war stets so vorsichtig. Ich hätte niemals gedacht. Sei es drum. Ich weiß, warum ihr hier seid. Es geht um den Hund, oder? Ja. Ich habe schon immer gewusst, dass er ihn mehr liebte, als er sich anmerken ließ. Werdet ihr euch um Jona kümmern? Ich schätze, das muss ich wohl. Ich gebe zu, dass dieser Köter nützlicher als die meisten anderen ist. Immerhin hält er die Ratten im Zaum. Ich glaube außerdem auch nicht, dass es sonst irgendwer tun würde. Vielen Dank, dass ihr es mir erzählt habt. Kein Problem. Hier habt ihr etwas für euren Ärger. Ich bin gerne der Bote der schlechten Neuigkeiten. Eingangshalle, okay. So, und dann das Erbstück einer Händlerin. Die Frage, wo müssen wir denn dorthin? Ich finde es aber auch übelst toll, wie man von einer Markierung in die nächste geschickt wird. Absolut grandios. So, Aufstieg von Korberg haben wir jetzt auch gelesen oder zumindest gefunden.
Oh. Und? Ich sterbe nicht. Und ich muss... Oh, ja. Mal so. Oh. Haben wir hier noch eine Himmelsscherbe? Moment. Nee, Quatsch. Die Himmelsscherbe wird mir an dem Gewölbe angezeigt und nicht auf der Karte. Habe ich die vergessen? Oh. Moment. In die Richtung müssen wir. Machen wir noch mal einen kleinen Abstecher in unsere Heimat. Was haben wir denn hier? Nix. Okay, ich dachte schon, ich hätte wieder ein Event verpasst. Darin bin ich ja ausgesprochen talentiert, immer wichtige Sachen zu verpassen, um mich dann zu ärgern, dass ich bestimmt Tierbegleiter nicht habe, die man relativ einfach aus einem Event hätte bekommen können. Aber zurzeit ist irgendwie... Es ist gerade ein bisschen schwierig aufzunehmen. Weil man gefühlt immer erst relativ spät nach Hause kommt und ich hänge ein kleines bisschen hinterher. Ja, das Cross Online habe ich immer relativ viel im Voraus ausgenommen. Genau, ich habe es auch nicht aufgenommen, ich habe es auch noch ausgenommen. Und jetzt musste ich wirklich immer nachproduzieren. Wir hatten wirklich, ich glaube, eine Woche Pause vom Ablaufplan her. Ich glaube, am 17.8. war die letzte Folge und dann ja, musste ich mal meine Beine in die Hand nehmen oder eher meine Hände in die Hand nehmen, um halt wieder Folgen zu produzieren. Das hatte ich bisher noch nie gehabt. Also irgendwie, keine Ahnung, war das alles gerade ein kleines bisschen schwierig. Also ich hoffe, das wird es ein bisschen besser werden. Und wir brauchen noch zwei. Okay. Vergesst auch ihn hinter der Grotte, keine Ahnung, wo hier noch eine Grotte sein soll. So, wir müssen für den Abgang legen, müssen wir hier hoch. Naja. Haben wir hier vielleicht irgendein Abkommen? Hier waren wir ja gerade. Ich habe hier keine Quests zu erledigen. Ja, hier auch nicht. Ja, dann halt nicht. Oh, ich habe schon keine Händlerin. So, muss jetzt hier hoch. Ah. Oh, acht. Das tut weh. Naja, da klauen wir wieder ein bisschen was. Verkaufen das. Und haben dann die 800 Goldmünzen auch wieder rein. Oder die knapp 900 Goldmünzen. So, Hallöchen, Popöchen. Ich möchte gerne was abgeben und meinen Geldbeutel erschweren. Und ich müsste, warte mal, wir müssen erstmal meine Sachen reparieren. Ich dachte ja, ich hätte eigentlich genügend Grundmaterial, aber irgendwie, ja, habe ich das anscheinend nicht mehr. Doch. Oh, ja, gut. Wir haben auch geklärt. Dann noch nicht. Dann können wir das erstmal verkaufen. Nun. Also. Mal gucken. Ah, nein, egal. So. Das kann weg, das kann auch weg. Handkettetes, was waren Tüftlers, Schattentänzer? Ja, gut, das können wir vielleicht alles mal lassen. Hier, was haben wir jetzt hier noch? Das Gift kann weg. Und ansonsten haben wir, glaube ich, gar nicht mehr so viele Sachen. Und hier. Gar nichts. So, die Tüftler können auch weg. So. 35! Gewaltiger Moment. Nicht, dass ich so viele Nachrichten habe. Ich bin gleich fertig. Wir haben noch 16, 15 Nachrichten vor uns. Oh. Gleich. Oh, haben es geschafft.
Seid mir gegrüßt, Reisende. Was führt euch hier heraus nach Sturzlauf? Ich suche nach einem Nachfahren von Dulsa Gramorkul. Ihr wisst von Tante Dulsa? Wie kann das sein? Sie wird nun schon seit über 20 Jahren vermisst, seit sie nach Kalkstein aufgebrochen ist, um eine Lieferung zu machen. Ach ja, ich denke immer, ich lese immer meinen Text und denke mir, dass er das noch vorlesen wird. Ich habe in der Nähe ihres Leichnams ein Tagebuch gefunden. Es tut mir leid, euch sagen zu müssen, dass sie tot ist. Stahl und Stein. Wir hatten das natürlich alle schon vermutet. Tante Dulsa war stur wie ein Packesel, wenn es um Lieferungen ging. Als sie nie in Drachenstern ankam. Aber trotzdem kann man manchmal eben nicht anders, als sich an Hoffnungen festzuklammern. Das stimmt. Ich habe auch das Schwert des Clans gefunden. Was? Ihr habt es geschafft, das Ahnenschwert von Clan Morkul zu bergen? Ja. Lasst mich einmal sehen. Bei Maulochs Kieferknochen. Es ist das Schwert. Nach all dieser Zeit zurückgebracht. Das war noch ein Grund, aus dem wir wussten, dass Tante Dulsa tot ist. Sie hätte dieses Schwert niemals verloren gehen lassen. Nosa wollte, dass es zu eurem Clan zurückgebracht wird. Das bedeutet mehr, als ihr ahnt. Der Clan Morkul hatte seine Hoffnung, dieses Schwert je wiederzusehen, schon so gut wie aufgegeben. Jetzt können wir endlich erhobenen Hauptes nach Orsinium zurückkehren. Hab Dank. Eure Taten haben eine größere Belohnung als das verdient. Aber es war ein schlechtes Jahr. Ja, kein Problem. Ich stelle euch das einfach dann in Rechnung, ne? Das kriegen wir doch hin. Verrußte Uhrwerkkassette. Ja, wow, toll. Super toll. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Und dann würde ich sagen, gehen nochmal ganz in den gesetzlosen Unterschlupf und werden nochmal zu den Stellen gehen, weil ich glaube, wir haben noch ungefähr 20 Punkte offen, ehe wir das perfektioniert haben. So. Okay, wir müssen einmal in die Richtung, genau. Hallo. Was mich zum Beispiel ein kleines bisschen stört, ich habe ja auch einige Aufgaben der Schlackenstadt und die bei der Halle der Reinigung, die mit dabei gewesen, die Tilgar oder Tilgiri, keine Ahnung. Und ich habe einfach kein Handwerksstil bekommen als Belohnung. Das finde ich absolut frech, dass ich nicht entsprechend meiner Leistung entlohnt werde. Ich habe nur so wenig. Ja, dann muss ich ein bisschen mehr stehlen. Was soll denn das? Jetzt habe ich nur 257 Gold. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, es ist natürlich ein bisschen doof, dass die Folge jetzt erst 13 Minuten alt ist. Aber ich will halt wirklich versuchen, auch bei anderen Projekten, die einzelnen Questaufgaben einfach in eine Folge zu packen. Auch wenn das vielleicht heißt, dass ein oder die andere Folge über 30 Minuten lang werden wird. Die längste war ja 38 Minuten, es war ja das Planetarium. Und wenn du mal einige 20 Minuten... Ich habe dringende Geschäfte in Warten. Ach ja. Ich darf nicht zu spät kommen. Ich muss hier weg. Vorwärts, ruft es. Vorwärts zu den Früchten billigen Ehrgeiz. So, ja. Also das wird wahrscheinlich so werden, dass einige Putz werden, wie zum Beispiel die jetzt, wo wir nur zwei Aufgaben erledigt haben, weil es gibt bei jedem DLC solche Aufgaben, wo man einfach noch irgendwo anders hinreißen muss, jemanden finden muss, kriegt dann noch die Belohnung und reist dann von dem Punkt zum nächsten Punkt, um dann wieder was abzugeben und kommt dann schlussendlich wieder zu dem DLC-Gebiet zurück. Und ja, da würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge einfach die Hauptquest jetzt ganz entspannt weitermachen werden, weil an sich haben wir keine weiteren Aufgaben, die wir nebenbei machen müssen. Das heißt, wir können uns voll und ganz auf die Hauptquest fokussieren und können uns an der Geschichte erfreuen. Ein bisschen lachen, ein bisschen weinen, ein bisschen schmunzeln, je nachdem. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir zur nächsten Folge wiedersehen werden.